wir wollen McDonald's, und zwar die McDonald's-Aktie analysiert haben, also keine Hamburger essen. Das habe ich jedenfalls so in den Kommentaren gelesen. Also hier die Analyse für McDonald's. Wir gucken uns jetzt also die McDonald's-Aktie an und auch das Unternehmen und schauen mal, ob das für ein langfristiges Investment in Frage kommt. Muss natürlich am Ende jeder selbst entscheiden. Ich habe übrigens noch keine McDonald's-Aktien. Kann ein längeres Video werden. Also schon mal Popcorn bereitstellen und alle Abendveranstaltungen verabsagen oder was auch immer. Dann habe ich aber hier schon mal im Aktienfinder die McDonald's-Aktie ausgewählt. Mein Name ist übrigens Thorsten Tiet und ich betreibe die Plattform aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren, um von steigenden Dividenden und Kursgewinnen zu profitieren. Und hier also schon mal McDonald's ausgewählt. Gucken wir uns mal ganz grob ein paar Kennzahlen nur an. Hier in Blau ja zunächst die dividendenbasierten Kennzahlen. Und da sieht man schon mal hier 43 Jahre am Stück die Dividende gesteigert. Kein schlechter Indikator. Wir haben auch eine Dividendenrendite von rund 2,2%. Und wir haben auch ein recht ordentliches Dividendenwachstum im Jahr, innerhalb der letzten 5 Jahre im Schnitt um knapp 7%. Ist ein bisschen abgeflacht. Wenn man auf die letzten 10 Jahre das jährliche Mittel nimmt, da war es ungefähr 8,5%, aber immer noch recht ordentlich. Diese Stabilität der Dividende, also extrem zuverlässig, der Maximalwert ist 1. Was noch wichtiger ist als die Dividende, das ist ja die Entwicklung des Unternehmensgewinns. Und da sehen wir hier, dass wir einen Unternehmensgewinn haben, der gewachsen ist, extrem stabil, 0,96 und beim operativen Cashflow 0,97. Das sind absolute Spitzenwerte, das heißt sehr zuverlässige Gewinnentwicklung in den letzten Jahrzehnten sogar. Und daraus kann man schon ableiten, also nur aufgrund dieser beiden Kennzahlen, dass langfristig gesehen McDonald's mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein sehr erfolgversprechendes Investment gewesen ist. Nur noch gewisse Steigerungsraten, natürlich auch für den Gewinn und den operativen Cashflow hier, die jeweils auch recht ordentlich sind. Im jährlichen Mittel im Schnitt so ungefähr um die 7-8%. Beim operativen Gewinn sogar ein bisschen mehr, sogar leicht zweistellig, wenn man auf die letzten 5 Jahre schaut im jährlichen Mittel. Interessant, und das sind dann die ersten Sachen, wo wir tiefer graben müssen, das ist, dass die Stabilität dieses Umsatzes hinterherhinkt mit plus 0,7. Das ist jetzt nicht schlecht, aber doch deutlich schlechter als die Entwicklung des Cashflows, operativen Cashflows und des Gewinns vermuten lässt. Und wir haben insbesondere, was das ganze Fragezeichen rot blinkend macht, gerade jetzt auf die letzten 5 Jahre einen Umsatzrückgang im Schnitt von über 6% zu verzeichnen. Und das ist natürlich schon was, was wir klären müssen. Ich sage ja immer, ein Aktienscreener, der kann nicht unendlich tief ins Detail gehen für ein einzelnes Unternehmen, weil jedes Unternehmen eben individuell ist, aber er kann einen eben mit der Nase draufstoßen, worauf man gucken soll. Und hier haben wir schon eins, wo wir uns drum kümmern müssen. Hier hinten haben wir übrigens dann noch die Kursgewinne auf verschiedene Zeithorizonten. Da sehen wir eben, dass McDonald's doch ein sehr gutes Investment gewesen ist, wenn man es nur lang genug gehalten hat, die Aktie. Dann gucken wir uns auch noch mal hier für den Einstieg ein bisschen die ersten Charts an. Und da sehen wir ja dann hier das langfristige Gewinnwachstum. Wir können es gerade noch länger sehen, wenn wir den Zoom abstellen. Dann sehen wir hier Dividenden und Gewinne zurück bis teils in die 80er Jahre rein. Und da bekommt man einen sehr schönen Eindruck, dass operative Cashflows und Gewinne im Regelfall gleichmäßig gelaufen sind. Das ist schon Qualitätsmerkmal an sich, wenn die schön parallel steigen. Haben wir schon mal keine Fragezeichen zu erklären, wenn wir hier ein signifikantes Delta hätten. Wir hatten hier ganz 1987 einen Gewinn pro Aktie von 37 US-Cent. Mittlerweile sind das 7,54 $. Operative Cashflow ungefähr 9,50 und 89 war der noch unter einem Dollar, 83 US-Cent. Damals war die Dividende 8 US-Cent hoch. Mittlerweile sind es 4,34 $. Also, wer die Aktien damals gekauft hat, hat sicherlich sein Schnäppchen gemacht. Was wir aber auch sehen, das ist, da zoome ich jetzt nochmal ein bisschen näher ran, was wir auch sehen ist, dass es immer einzelne Schwächephasen gegeben hat bei McDonald's.
Hier um die Jahrtausendwende 2001, 2002 haben wir einen Einbruch beim Gewinn und eine Stagnation beim operativen Cashflow. Dann hier nochmal während der Finanzkrise und dann hier nochmal 2014, 2015 einen kleinen Gewinneinbruch und ebenfalls hier begleitet von stagnierenden Cashflows. Und man sieht hier in dem Reiter Dividenden und Kursgewinne auch, dass die, mal das hier erstmal weg, dass Anfang der 2000er Jahre, also 2001, 2002, dass es schlechte Zeiten für Anleger gewesen sind. Da hat die Aktie in Summe dann rund 70% nachgegeben, also ein ordentlicher Verlust. Und wir sehen dann hier auch während der Finanzkrise, da war auch mal ein bisschen weniger, hat die Aktie auch mal relativ wenig eingebracht, aber immer noch keine Verluste gemacht. Und dann haben wir hier 2014, auch schon 2012 hier nochmal diesen relativ schlechten Zeitraum. Ansonsten eigentlich war es immer ein ganz gutes Investment. Was man hier noch sieht, übrigens bei der kumulierten Dividende, kann man immer so eine kleine Sichtprüfung machen über die Qualität eines Dividendenzahlers. Wir haben eine schöne Kurve, die nach oben geneigt ist, also die quasi leicht steiler wird. Und das ist eben der Aspekt des grafisch ausgedrückt des dynamischen Dividendenwachstums. Das zeichnet eben einen soliden dynamischen Dividendenzahler aus, wie es eben McDonald's ist. Kommen wir jetzt dann mal zum ersten Fragezeichen. Und das wäre hier der rückläufige Umsatz. Wir haben es schon in den Kennzahlen gesehen. Der Umsatz ist also langfristig gesehen gestiegen. Und dann plötzlich hat er in 2013 seinen Höhepunkt erreicht. Und dann plötzlich ging der Umsatz nach unten, was normalerweise kein gutes Zeichen ist. Wir sehen hier aber auf der anderen Seite, dass die Margen, hier übrigens der Einbruch der Margen in 2.1 bis 2.2 wirklich beträchtlich. Dann gingen die operativen Margen wieder nach oben, haben sich gefangen, waren sogar höher als vor der Krise um die Jahrtausendwende. Und jetzt gleichzeitig mit den sinkenden Umsätzen haben wir plötzlich steigende Margen. Und das hat mit dem Franchise-Modell zu tun, beziehungsweise allgemein mit dem Modell, wie McDonald's die Restaurants betreibt. Und da habe ich ein kleines Excel angefertigt. Und ich tue das mal hier in den Sichtbereich schieben. Da sehen wir, dass insgesamt hat McDonald's rund 38.000 Restaurants auf der ganzen Welt. Und wir sehen, dass es im Prinzip zwei Arten von Betrieb gibt, also wie diese McDonald's-Restaurants betrieben werden. Wir haben zum einen den Franchise. Es gibt unterschiedliche Franchise-Modelle, aber wir haben zum einen grundlegend, also Restaurants im Franchise-Modus und wir haben Restaurants, die McDonald's komplett eigenständig betreibt, also ohne Franchise-Nehmer. Wenn wir von Franchise sprechen, dann müssen wir unterscheiden, wem das Restaurant gehört. Das Restaurant gehört meistens im Franchise-Modus McDonald's und der Restaurantbetreiber, der muss eine Lizenz bezahlen, also Lizenzgebühren und Miete, weil ja eben das Restaurant McDonald's gehört. Die Lizenzgebühren werden immer fällig im Franchise-Betrieb und wie gesagt, wenn McDonald's auch noch das Restaurant gehört, dann wird auch noch Miete fällig. Das heißt, hier wird quasi doppelt abkassiert beim Lizenznehmer oder beim Franchise-Nehmer. Einmal, dass er eben die McDonald's-Marke benutzen darf, das heißt halt hier im Prinzip die Lizenz und einmal eben die Miete. Daraus folgt, dass die Margen für diese Restaurants am höchsten sind. Erfreulicherweise für McDonald's werden die meisten Restaurants, habe ich aus dem Geschäftsbericht 2018, eben in diesem Franchise-Modus betrieben, nämlich 57%. Wir haben aber noch eben andere Franchise-Modelle. Wir haben Franchise-Modelle, wo der Restaurantbetreiber auch der Restaurantbesitzer ist, also nicht McDonald's gehört das Restaurant, sondern der Restaurantbetreiber. Entsprechend wird keine Miete fällig, sondern in Anführungszeichen nur Lizenzgebühren, also oder Franchise-Gebühren, sodass die Margen hier geringer sind. Ungefähr oder knapp 20% der Restaurants werden so betrieben. Und dann haben wir noch so eine Mischform, das heißt, ein Teil des Restaurants gehört McDonald's und meist der größere Teil gehört dem Besitzer selbst, also beziehungsweise dem Betreiber. Dem Besitzer gehört es natürlich immer per Definition. Auch hier wird keine Miete fällig, sondern ausschließliche Lizenzgebühren, aber eben nur für den Partner von McDonald's, weil McDonald's ist ja selbst da
involviert operativ als Besitzer, also als Teilbesitzer des Restaurants. Und da sind dann die Margen wieder etwas niedriger. Und die niedrigsten Margen, die fallen an im Selbstbetrieb, so habe ich es genannt. Das heißt, der Besitzer und Betreiber ist McDonald's in einem. Das ist quasi das klassische Modell, bevor es Franchise gab, wenn man so möchte. Und da sind die Margen am niedrigsten. Allgemein übrigens geht McDonald's hin, dass sie von unten nach oben wollen. Das heißt, sie bauen die Restaurants im Selbstbetrieb ab. Ziel ist ungefähr auf eine Marge, auf einen Anteil noch von 5% zu kommen. Also das geht hier, wird hier nicht gegen 0 gehen, es wird vielleicht gegen auf 2000, 1900 Restaurants, dann wären wir ungefähr bei 5%. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man, also zwar sind die Margen niedrig hier oder am niedrigsten, aber es gibt auch gewisse Vorteile für McDonald's, wenn die hier Restaurants im Selbstbetrieb führen. Sie sind sehr nah am Markt und Sie können natürlich auch gut mal, also schön neue Sachen ausprobieren, ohne dass Sie hier mit einem Franchise-Nehmer irgendwie ins Geschäft kommen müssen. Sind hier also extrem autark und schnellwendig. Insofern ist es, denke ich, auch eine ganz gute Idee, ein paar Restaurants weiterhin selbst zu betreiben. Das wäre jetzt also die Klärung auf die Frage, wie es sein kann, dass hier zum einen die Umsätze runtergehen, nämlich wenn nämlich die Umsätze nicht mehr aus selbstbetriebenen Restaurants, also hier stammen, sondern die Restaurants in den Franchise-Modus übergegangen sind, man hat also einen Franchise-Nehmer gefunden, dann werden die kompletten Umsätze nicht mehr bei McDonald's bilanziert, sondern eben beim jeweiligen Franchise-Nehmer. Das heißt, die Umsätze gehen dann runter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, dass die Restaurants im Franchise-Modus höhere Margen haben, gehen also auf der anderen Seite die Margen nach oben. Und so klärt sich dann dieses scheinbar widersprüchliche Bild. Die Entwicklung wird noch ein bisschen weitergehen, weil es noch ein paar Restaurants gibt, eben die in den Franchise-Modus überführt werden, aber irgendwann wird es dann zu Ende sein. Und dann werden wir mit konstant hohen Margen rechnen können und wieder langsam anziehenden Umsätzen. Zu McDonald's gibt es noch ein paar andere Geschichten zu erzählen. Also es gibt noch sehr viel zu erzählen, ich sage es mal so. Insbesondere, wo sind die Wettbewerbsvorteile von McDonald's? Und da möchte ich mal hier von meinem Kollegen Jonathan Neuschler, der alle Aktien betreibt, zusammen mit dem Michael, diese Aktienanalyse auch nochmal ans Herz legen. Ich werde es auch verlinken. Ich bekomme übrigens für diesen Link kein Geld. Das ist also, da bin ich Überzeugungstäter. Ich finde hier alle Aktien eine prima Sache. Gemeinsam mit Aktienfinder ist ja auch hier alle Aktien dabei, die Aktienkultur hier ein Stück weit voranzubringen. Und wenn ich da die Kollegen fördern kann, dann tue ich das gerne. Ich habe mir den Bericht auch selbst durchgelesen. Und hier steht eben auch nochmal drin im Detail, also qualitativ nochmal deutlich mehr, wo die Wettbewerbsvorteile sind, wo die Wachstumstreiber sind von McDonald's. Einen haben wir gerade genannt, nämlich mehr Franchise-Betrieb der Unternehmen, aber sie machen zum Beispiel auch noch Lieferservice, wie ich hier in dem Artikel gelernt habe. Das heißt, die Leute müssen nicht ins Restaurant gehen, um an McDonald's Essen zu kommen und Getränke, nein, sie können auch beliefert werden. Und dann natürlich noch die Digitalisierung. Da habe ich auch noch einen neuen Begriff kennengelernt außerhalb dieses Artikels. Das heißt Geofencing oder Geofence, ein ganz fancy Begriff. Das heißt, ich kann über eine App mein Essen bestellen. Das hört sich jetzt erstmal noch mal nicht so spektakulär an, aber wenn ich dann in die Nähe komme von dem McDonald's Restaurant, wo ich das Essen, für das ich das Essen bestellt habe, wo ich es abholen möchte, zum Beispiel 200 Meter, dann bekommt die Filiale das mit und wärmt dann mein Essen bzw. bereitet mein Essen dann schon mal auf. Und wenn ich dann die letzten 200 Meter zurückgelegt habe und quasi in McDonald's bin, dann ist mein Essen schon mehr oder weniger fertig und zubereitet. Und bezahlen kann ich dann auch direkt über die App. Dann muss ich quasi nur noch mein Essen abholen, kann es dann da essen oder kann mit dem Essen wieder aus der Filiale rausspazieren, ohne lange gewartet zu haben. Das sind alles so Dinge, die sind schon, teilweise muss ich schon sagen, schon ziemlich cool. Was ich übrigens auch noch zeigen möchte, das ist, wie sich die Umsätze verteilen. Und zwar haben wir hier die gesamten Umsätze von McDonald's. Das ist auch der Jahresbericht 2018, einmal haben wir die Umsätze und hier ist der operative Gewinn, einfach um eine Idee zu kriegen, wo
die Märkte einfach sind. Der Heimatmarkt sind die USA. Da machen wir über ein Drittel vom Umsatz, aber schon fast die Hälfte des Gewinns. Das ist auch so ähnlich wie bei Facebook und anderen Unternehmen, dass hier die USA, die Konsumenten, die US-Konsumenten, das sind die, ja, die geborenen Cash-Cows sozusagen, die werfen am meisten ab. Deutschland ist hier drin, International Lead Markets, aber ungefähr gleicher Umsatz, leicht niedriger als in den USA, aber hier schon deutlich niedrigerer Gewinn. Und dann gibt es noch die High Growth Markets. Da ist zum Beispiel China drin. Ich habe aber nicht rausgekriegt auf die Schnelle, wie hoch jetzt der Anteil von China an den Zahlen ist. Wir sehen, dass das operative Einkommen bzw. der Gewinn etwas über 10% beträgt. Also sind andere Größenordnungen jetzt zum Beispiel wie bei Apple oder so. Das heißt, falls da jetzt was im Rahmen des schwelenden Handelskonflikts, falls wir hier einen Boykott sehen sollten, dann wäre das jetzt sicherlich nicht erfreulich, auch nicht für McDonald's, aber das wäre jetzt auch kein Genickbruch. Übrigens auch interessant, in China ist es ja meist so, das habe ich bei Alibaba beispielsweise auch gesehen bei der Analyse, Vorbereitung, dass ausländische Investoren ja meistens oder je nach Branche bzw. Region, nicht Region, je nach Branche, überhaupt nicht alleine Eigentümer eines Unternehmens werden dürfen in China. Und in China ist es bei McDonald's auch so, dass es meistens, ich sage es mal, eine Art Joint Ventures sind. Und zwar, wenn wir hier nochmal auf Franchise zurückgehen, dann werden die Restaurants im Franchise-Modus, im Mixbetrieb in China geführt. Das heißt, wir haben einen, der Besitzer ist McDonald's, sowohl McDonald's als auch der Restaurantbetreiber, also die betreiben das gemeinsam. Und aus diesem kleinen Fakt würde ich schon sagen, ist es vielleicht nicht unwahrscheinlich, dass McDonald's unter einem Boykott leidet, aber die Tatsache, dass eben auch ein Chinese darunter leiden würde unter so einem Boykott, weil ihm eben auch ein Teil des Restaurants gehört, macht für mich etwas weniger wahrscheinlich, dass es da ganz schlimm kommen sollte. Und dann, wie gesagt, auch noch relativ niedriger Anteil an Umsatz und Gewinn, sodass ich da jetzt keine ganz großen Risiken sehe bezüglich China. Hier nochmal alle Aktien. Ans Herz habe ich es schon gelegt. Dann gehen wir hier noch wieder zurück zum Aktienfinder. Was ich auch noch zeigen möchte, wäre dann hier die Vollanalyse. Und zwar ändern wir hier mal das Layout. Und dann schauen wir uns hier mal die Bilanz an. Was wir hier zum einen sehen, das ist also der Vermögenszuwachs, beziehungsweise das sind alle kompletten Assets, also Vermögen, bilanzierten Vermögen von McDonald's. Wir sehen hier also ein bisschen Goodwill, aber das ist nicht schlimm, weil es hält sich doch in Grenzen. Dann sehen wir hier erstmal abnehmendes Bilanzvermögen, was ja, aus meiner Sicht jetzt gar nicht so überraschend ist, vor allem nicht, wenn ich die Treasury Stocks hinzunehme. Genau. Wir haben hier also eine Bilanzverkürzung und hier sehen wir wieder das Gleiche. Ich zoome mal hier rein, was wir zum Beispiel auch schon bei Starbucks gesehen haben. Das Unternehmen kommt zu Geld, also Cash und Wertpapiere haben wir jetzt 2 Milliarden und plötzlich sind es knapp 8 Milliarden oder 7,5 Milliarden, je nachdem, wie wir runden wollen. Und dann, pupp, schwuppdiwupp, ist das ganze Geld plötzlich weg und die Bilanz ist verkürzt. Also die Unternehmenswerte bilanztechnisch gesehen sind geschrumpft. Genau das gleiche wie bei Starbucks und auch die gleiche Erklärung, nämlich Aktien zurückgekauft. Das heißt hier, man sieht, dass wenn wir die Aktien hinzufügen, also diese Treasury Stocks dem Aktivvermögen hinzufügen, was bilanztechnisch falsch ist, aber ich finde das für die Erklärung sehr gut. Da sehen wir dann, dass wir keine Schrumpfung haben, sondern dass das Gesamtvermögen sogar leicht gestiegen ist. Also McDonald's ist jetzt zu einem Haufen Geld gekommen und hat dann gesagt, okay, was machen wir? Wir kaufen eigene Aktien zurück. Das sehen wir auch hier. Die Rückkaufquote war 2%. Also McDonald's kauft eigentlich immer Aktien zurück, aber hier doch recht moderat. Und dann hier schon 4,2% und hier fast 9% aller ausstehenden Aktien sind hier zurückgekauft worden. Und insofern hier dann entsprechend hat es Geld gekostet, sodass das Cash runtergegangen ist und die Bilanzposition eigener Aktien bzw. Treasury Stocks in die Höhe geschnellt. Ist es schlimm?
Aus meiner Sicht, also erstens ist es schon relativ lange her, das heißt, ist schon alter Hut und dann würde ich sagen, ist nicht so schlimm, weil das Geld, das kam eben durch den Verkauf von Filialen rein. Das heißt, die Filialen wurden der, ich gehe nochmal zurück auf das Excel, damit es ganz klar wird. Wir haben hier selbstbetriebene Filialen gehabt, damals waren es sicherlich noch mehr als 3000 vor ein paar Jahren. Und dann sind relativ viele davon eben verkauft worden an Franchise-Nehmer, die ja wahrscheinlich dann hier reinfallen, entweder komplett an den Betreiber verkauft worden oder hier so eine Art Joint Venture, sage ich mal, also ein Mixbetrieb. Und da kam dann natürlich Geld in die Kassen rein, so interpretiere ich das jedenfalls. Und dann ist hier halt Geld reingekommen und dann hat man, wie gesagt, eigene Aktien zugekauft, um das Geld halt irgendwie zu verwenden im Sinne des Aktionärs. Und hier ist dann relativ wenig Spektakuläres passiert. Gucken wir uns nochmal die Geschichte hier an. Was wir hier übrigens sehen, das ist ein Sprung nach oben vom Kernvermögen. Kann man sich auch die Frage stellen, was ist denn da los? Habe ich auch kurz geguckt. Und da gab es, und das ist die Antwort hier, eine Gesetzesänderung bezüglich der Bilanzierung von geleastem Vermögen. Wer Näheres erfahren möchte, der kann das hier lesen. Ich glaube, das wird jetzt hier zu weit führen. Es ist halt so eine Bilanzänderung und nichts Operatives, so wie das jetzt zum Beispiel hier der Fall gewesen ist. So erkennt man halt anhand von diesen paar Charts noch relativ einfach, was so im Unternehmen wann passiert ist. Ich möchte es einfach mal hier zeigen. Wenn man jetzt zum Beispiel auf eine normale Finanzseite geht, wo man solche Daten sieht, also da würde ich solche Dinge wirklich überhaupt nicht sehen. Also das sieht man hier dann zum Beispiel, dass beim Umsatz, das sieht man, okay, der Umsatz ist jetzt zurückgegangen. Ich mache es mal ein bisschen größer. Also man sieht natürlich erstmal nur ein paar Jahre, also sehr wenig Jahre. Man sieht hier nur 4 Jahre rückwirkend. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich 30 Jahre sehe. Umsatzrückgang sehen wir, okay. Und dann haben wir hier eben diese Rentabilitätskennziffern, weil wir sehen ja hier im Chart, dass wir zum einen Umsatzrückgang haben und dann zum anderen steigende Margen. Man sieht es schöner, wenn man hier das Layout nochmal ändert. Also hier die steigenden Margen, hier die sinkenden Umsätze. Und wenn man, das fällt halt hier überhaupt nicht ins Auge. Hier haben wir auch die steigenden Margen. Okay. Aber grafisch abgebildet ist etwas anderes. Und übrigens auch interessant, es gibt immer mal wieder den Wunsch, die Eigenkapitalrendite in den Aktienfinder aufzunehmen. Und ich sage immer, nee, ich will die Margen haben und ich halte die Margen für besser. Gucken wir uns jetzt mal hier die Eigenkapitalrendite an. Da lag die bei 64% in 2015 und in 2016 bei minus 213% und jetzt wieder bei minus 160 und minus 95%. Das sind Werte. Die können wir uns relativ einfach erklären. Ich kann da noch gerne drauf jetzt gleich eingehen, aber die führen zu nichts außer zu Verwirrung. Und ich zeige jetzt gerade noch mal kurz, warum das eben negativ ist. Das hat damit zu tun, dass das Eigenkapital negativ ist, weil eben zu viele eigene Aktien zugekauft werden und die zehren quasi das Eigenkapital auf, so lange, bis das Eigenkapital negativ ist. Das war auch bei Starbucks beispielsweise so. Und ganz problematisch ist es natürlich in den Jahren hier gewesen, dass also da werden die eigenen Aktien schon zurückgekauft. Das Eigenkapital ist noch positiv, wird aber immer kleiner. Das führt dazu dann, dass die Eigenkapitalquote immer höher wird, weil das Eigenkapital eben der absolute Betrag des Eigenkapitals klein ist und der Gewinn, der dann quasi genommen wird und durchs Eigenkapital geteilt wird, dann kommt der Prozentanteil, also die Eigenkapitalrendite, wird dann immer größer. Und das ist alles komplett irreführend. Deshalb habe ich eben die Eigenkapitalrendite nicht hier drin, sondern ich arbeite lieber hier im Aktienfinder mit den Margen, weil die zeigen deutlich, also auch operativ, betriebswirtschaftlich, wie es um das Unternehmen und die Profitabilität des Unternehmens gestellt ist. Ich würde sagen, damit haben wir die Geschichten geklärt. Was jetzt halt noch wichtig ist, das ist die Bewertung von McDonald's an sich. Und da gehen wir hier in den Dividendenturbo rein und können versuchen mal,
Das fährt ein bisschen von hinten aufzusäumen, beziehungsweise einfach mal zu gucken, wie die Dividendenrendite im historischen Verlauf ist. McDonald's würde ich ja schon noch als Dividendenaktie bezeichnen. Die aktuelle Dividendenrendite ist zwar nicht furchtbar hoch, aber wir sehen ja oder wir haben ja schon gesehen, dass die Dividendenrendite doch dynamisch wächst. Und wenn wir uns das hier mal angucken, sind jetzt hier die letzten Jahre seit 2014, dann sehen wir doch aber, dass die Dividendenrendite hier gesunken ist und momentan noch relativ niedrig liegt. Mit den 2,19% ist jetzt nicht komplett überteuert. Also wir sind ja jetzt nicht hier unten ganz am Korridor irgendwo, sondern sind hier auf 12-Monats-Sicht irgendwo am Mittelwert. Aber wir sehen halt, dass die Dividendenrendite da schon deutlich höher war. Man hat teilweise mit Im Grunde teilweise mit über 4% einsteigen. Und wenn man jetzt die Aktie aber lang genug behält, dann steigt ja die Dividendenrendite wieder. Und dann werden eben aus den 2,19% irgendwann 2,5% und dann 2,7%. Aber damit muss man sich dann halt auch schon mal bis 2021 begnügen. Also aus der Perspektive heraus ist es jetzt erstmal kein Schnäppchen. Und wenn wir uns mal das Ganze noch ein bisschen anders anschauen, nämlich mit den Multiples beispielsweise, dann sehen wir, dass McDonald's doch recht hoch bewertet ist. Wir sehen hier einmal die Multiples basierend auf dem bilanzierten Gewinn und dann basierend auf dem operativen Cashflow. Wir haben ja immer hier diese 10-Jahres-Vergleiche. Das sind die breiten Balken und dann immer den aktuellen oder den Einjahresbalken, den hier in diesem Fall basierend auf dem 31.03.2019 unter Grundlage des aktuellen Kurses. Und da sehen wir eben, dass wir jetzt dieses KGV haben von 26. Im 10-Jahres-Vergleich waren es 20. Auch nicht ganz günstig, aber jetzt halt eben noch teurer. Und bezogen auf den operativen Cashflow haben wir jetzt 21 und im historischen Mittel waren es 15. Da ist natürlich auch die Krise drin, sage ich jetzt mal, von hier 2014, 2015, als ja auch die Aktie dann etwas günstiger gewesen ist. Aber hier wäre das schon mal ein Indikator dafür, dass wir hier kein Schnäppchen haben. Und gucken wir uns dann mal an, wie es um die fairen Werte steht, die wir dann hier ausgerechnet haben. Und da sehen wir eben auch, dass die Aktie basierend auf den 10-Jahres-Durchschnitten doch relativ teuer ist. Sie liegt jetzt ja auch nahe am Allzeithoch mit knapp 200 US-Dollar. Faire Werte wären irgendwo momentan zwischen 140 und 150 US-Dollar. Und holen wir uns mal noch das nächste, also das Jahr 2021 rein. So lange wird es nämlich dauern, bis der faire Wert der Aktie erreicht wäre. Also nicht gerade günstig. Aus meiner Sicht ist also McDonald's eine gute Aktie für langfristige Investoren definitiv geeignet. Ich persönlich lasse jetzt erstmal noch die Finger davon, weil mir ist die Aktie momentan ein bisschen zu teuer. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.